Lissi, wir können schon. Aber ich warte auf den Close-Up-Bildschirm. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Fresh and Awesome. Mein Name ist Lissi. Und ich bin Steve. Heute kochen wir mit Zutaten, die man in vielen Haushalten finden kann, nämlich Bohnen und Kartoffeln. Anfangen werden wir mit mexikanisch angehauchten Bohnenleibchen, dazu Guacamole und Salat. Und danach machen wir zweierlei Kartoffelgratin mit Zucchini-Tzatziki. Für die mexikanisch angehauchten Bohnenleibchen brauchen wir abgetropfte Kidneybohnen, getrocknete Tomaten, gekochte Maroni, Knoblauchzehen, Salz, den Abrieb einer Limette, Semmelbrösel und etwas von unserer selbstgemachten mexikanischen Gewürzmischung. Die Gewürzmischung besteht aus geräucherten Paprika, Kreuzkümmel, Oregano, Cayennepfeffer, Zimt und schwarzem Pfeffer. Für die Guacamole brauchen wir Avocados, Limettensaft, Frühlingszwiebel, wer möchte, etwas Jalapeño, Kirschtomaten und noch mehr Knoblauch. Außerdem benötigen wir noch Mais, Vogelsalat, geraspelte Karotten und rote Zwiebel. Warum darfst du eigentlich drei Gerichte machen und ich nur eines? Du kannst mit der Guacamole anfangen und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Bohnenleibchen. Okay. Und mit was fange ich an? Für die Guacamole als erstes die Avocado kleinschneiden und mit dem Limettensaft vermischen. Danach die restlichen Zutaten kleinschneiden und ebenfalls untermischen. Steve, muss ich die Jalapeño wirklich noch hineinschneiden? Nimm am besten die Kerne und die Zwischenwände heraus, dann ist sie auch nicht so scharf. Okay. Während sich Lissi um die Guacamole kümmert, fange ich schon mal mit den mexikanisch angehauchten Bohnenleibchen an. Zuerst werden die vorgekochten Maroni püriert. Die pürierten Maroni kommen jetzt gemeinsam mit den Kidneybohnen in eine Schüssel. Als nächstes werden die getrockneten Tomaten und der Knoblauch in kleine Würfel geschnitten und kommen danach ebenfalls in die Schüssel. Zu guter Letzt kommen noch die Gewürzmischung und der Limettenabrieb hinzu und natürlich das Salzen nicht vergessen. Und das Ganze wird jetzt gründlichst mit einer Gabel vermengt. Aus der Grundmasse werden jetzt unsere Leibchen geformt und danach in Semmelbröseln gewendet. Und dann geht's auch schon ans Anbraten. Ungefähr jetzt 2 bis 3 Minuten pro Seite anbraten und danach sind die Leibchen schon fertig. Die Bohnen-Maroni-Leibchen eignen sich natürlich auch hervorragend für vegetarische Burger. Während Steve die Bohnen-Patties fertig gemacht hat, habe ich mich um den Salat gekümmert. Dafür habe ich einfach nur die roten Zwiebeln in Ringe geschnitten, mit dem Vogelsalat, den Karotten und dem Mais in einer großen Schüssel gemischt und richte ihn jetzt auf den Tellern an. Zum Fertiganrichten jetzt noch die gebratenen Bohnenleibchen und die Guacamole auf den Salat geben. Hey Steve, ich kann nicht noch mehr Guacamole auf das Essen geben. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass euch einmal zu viel Guacamole übrig bleibt und ihr sie länger haltbar machen wollt, legt einen Avocadokern hinein, bevor ihr sie in den Kühlschrank stellt. Zum Schluss noch ein wenig Pfeffer drüber und dann guten Appetit! Als nächstes machen wir unsere Kartoffeln. Steve? Ja? Wo sind die Kartoffeln? In jeder Küche zu finden. Für das Kartoffelgratin brauchen wir außerdem Süßkartoffeln, Butter, Mehl, Milch, Muskatnuss, Salz, Pfeffer, Parmesan und Mozzarella. Und für das Zucchini-Tzatziki brauchen wir natürlich Zucchini, Joghurt und ein paar Knoblauchzehen. Während Steve die Kartoffeln wäscht, heiz ich schon mal den Ofen vor. 220 Grad, Ober- und Unterhitze.
Während wir Salzwasser zum Kochen bringen, schneiden wir die Kartoffeln in 1 cm dicke Scheiben. Damit das Brett beim Schneiden nicht rutscht, haben wir ein angefeuchtetes Stück Küchenrolle untergelegt. Obwohl die Süßkartoffel nicht mit der hiesigen Kartoffel verwandt ist, kann man sie trotzdem sehr vielseitig in der Küche einsetzen. Mit ihrer orangenen Farbe und ihrem süßen Geschmack bringt sie sehr viel Pep in jedes Gericht. Die Kartoffeln in das heiße Salzwasser geben, dann aufkochen lassen und danach für 10 Minuten die Stufe etwas zurückstellen und das Ganze nur noch wallen lassen. Als nächstes kümmern wir uns um die Bechamel. Dafür stellen wir eine sogenannte weiße Einbrenn her, indem wir einfach Butter in einem Topf schmelzen lassen und danach Mehl aufstreuen. Sobald die Butter geschmolzen ist, aber noch keine Farbe angenommen hat, kann das Mehl dazu. Die ganze Masse wird nun verklumpen, da das Mehl die geschmolzene Butter aufsaugt. Sobald die weiße Einbrenn diese Konsistenz angenommen hat, gießen wir mit Milch auf. Am besten tauscht jetzt den Kochlöffel gegen einen Schneebesen aus, damit ihr die dicke Masse wieder fein in der Milch verteilen könnt. Wenn euch eure Bechamel zu dick wird, ist das absolut kein Problem. Einfach mit etwas Gemüsebrühe oder einer Cremesuppe wieder verdünnen. Und das Ganze bringt auch noch eine zusätzliche Geschmackskomponente. Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist, die Bechamel vom Herd nehmen und mit den Würzen beginnen. Sobald die Kartoffeln fertig gekocht sind, einfach abseihen und kurz mit kaltem Wasser übergießen. Bevor unser Gratin nun in den Ofen kann, müssen wir es in die Auflaufformen schichten. Dafür einfach einen kleinen Klecks Bechamel in jede Auflaufform geben und danach die Kartoffeln nach Belieben hineinschichten. Zum Schluss jetzt noch den Parmesan und den Mozzarella auf den beiden Gratins verteilen. Zum Überbacken kommt das Gratin jetzt für ca. 20 bis 25 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Während unser Gratin im Ofen ist, machen wir das Zucchini-Tzatziki. Dafür die Zucchini einfach grob raspeln, ausdrücken und danach mit dem Joghurt und den Knoblauchzehen vermischen. Euer Tzatziki schmeckt noch besser, wenn ihr die Gurken oder Zucchini am Vorabend raspelt und kräftig mit Salz würzt. So verlieren sie über Nacht im Kühlschrank viel mehr Wasser und ihr könnt sie einfacher ausdrücken. Das war dann wohl unser Gratin. Steve, wie sieht es mit dem Zucchini-Tzatziki aus? Es fehlt nur noch der Knoblauch und dann ist es fertig. Perfekt. Ich glaube, es ist schon esswarm. Tja, dann Steve, guten Appetit! Das war's für diesmal mit Fresh and Awesome. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Die Infos zu den Rezepten findet ihr unter uns in der Infobox. Hey Steve! Ja? Sag dreimal ganz schnell hintereinander Zucchini Tzatziki. Zucchini Tzatziki, Zucchini Tzatziki, Zucchini Tzatziki!